Herzlich willkommen im Deutschen Museum. Wir drehen hier eine Reportage über die Meeresforschung in der gleichnamigen Ausstellung. Hier gibt es alles von Taucheranzügen bis über die alte bis hin zur modernen Meeresforschung. Viel Spaß! Anfangs wurden Kriegsschiffe wie zum Beispiel die Challenger zu Forschungsschiffen umgebaut. Die Challenger stach am 21. Dezember 1872 in See. Die Gauss wurde schon als Forschungsschiff gebaut. Sie brach 1901 auf einer zweijährigen Polarforschungsreise auf. Sie war fast komplett aus Holz gebaut, damit die Messungen des Erdmagnetfeldes nicht gestört wurden. Hier seht ihr einen Tauchroboter der heutigen Zeit. Er gehört zur Gruppe der Ross. Der Vorteil ist, dass kein Mensch mitfahren muss. Hier sehen wir originale Aufnahmen der Marum Quest. Diese werden direkt an eine Zentrale geschickt. Von dort aus wird die Marum Quest gesteuert und die Aufnahmen ausgewertet. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Ich erzähle euch heute etwas über das schlauchlose Tauchgerät. Dieses wurde 1912 entwickelt und kann bis zu 40 Meter tief tauchen. Es hatte zwei Flaschen in sich. Eine war mit Pressluft gefüllt, während die andere verdichteten Sauerstoff in sich hatte. Besonders schön finde ich aber die Schuhe. Dies ist ein Taucheranzug mit freier Helmatmung. Von einem Begleitschiff aus wird frische Atemluft in den Helm gepumpt. Hier sieht man die beiden eben vorgestellten Taucheranzüge mit Taucher in Aktion. Diese versuchen gerade ein U-Boot zu bergen. Oben sieht man, wie ein Taucher eingekleidet wird. Ich berichte euch nun über den 1924 gebauten Panzertauchanzug. Er besteht aus Aluminium und wiegt in Aktion 475 Kilogramm. Die ringförmigen Hohlkörper am Kopfbereich und an den Armen sollen den Anzug und die Hände entlasten. Euch hat der erste Einblick in die Meeresforschungsausstellung gefallen. Kommt in die Ausstellung und überzeugt euch selber. Dankeschön für das Zuschauen und auf Wiedersehen. Schau mal, wie schön es hier unten ist. Was ist da Rotes? Warum kann ich nicht mehr lenken? Wieso fahren wir nicht mehr? Steuern geht nicht mehr. Was ist denn hier unten? Wir schaffen es nicht. Was ist denn hier unten? Wir können nicht weiterfahren. Herzlich willkommen im Deutschen Museum. Wir drehen hier eine Reportage über die Meeresforschung in der gleichnamigen Ausstellung. Hier gibt es alles von Taucheranzügen bis über die alte bis hin zur modernen Meeresforschung. Viel Spaß! Anfangs wurden Kriegsschiffe wie zum Beispiel die Challenger zu Forschungsschiffen umgebaut. Die Challenger stach am 21. Dezember 1872 in See. Die Gauss wurde schon als Forschungsschiff gebaut. Sie brach 1901 auf einer zweijährigen Polarforschungsreise auf. Sie war fast komplett aus Holz gebaut, damit die Messungen des Erdmagnetfeldes nicht gestört wurden. Hier seht ihr einen Tauchroboter der heutigen Zeit. Er gehört zur Gruppe der Ross. Der Vorteil ist, dass kein Mensch mitfahren muss.
sehen wir originale Aufnahmen der Marum Quest. Diese werden direkt an eine Zentrale geschickt. Von dort aus wird die Marum Quest gesteuert und die Aufnahmen ausgewertet. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Ich erzähle euch heute etwas über schlauchlose Tauchgerät. Dieses wurde 1912 entwickelt und kann bis zu 40 Meter tief tauchen. Es hatte zwei Flaschen in sich. Eine war mit Pressluft gefüllt, während die andere verdichteten Sauerstoff in sich hatte. Besonders schön finde ich aber die Schuhe. Dies ist ein Taucheranzug mit freier Helmatmung. Von einem Begleitschiff aus wird frische Atemluft in den Helm gepumpt. Hier sieht man die beiden eben vorgestellten Taucheranzüge mit Taucher in Aktion. Diese versuchen gerade ein U-Boot zu bergen. Oben sieht man, wie ein Taucher eingekleidet wird. Ich berichte euch nun über den 1924 gebauten Panzertauchanzug. Er besteht aus Aluminium und wiegt in Aktion 475 Kilogramm. Die ringförmigen Hohlkörper am Kopfbereich und an den Armen sollen den Anzug und die Hände entlasten.